früheren Freund. Er hat immer noch auf sie abgesehen und ich sagte, geh doch allein. Da steckt sie sich trotzig die Nadel an, diesen feuerroten Pfeil aus Belmut. Erst war ich der unverwundbare Mann, doch dann ging ich im Albtraum kaputt. Es brennt so wie beim ersten Mal. Von gestern der Obstsalat, den sie mitgebracht haben muss. Und wenn's noch so weh tut, ich bleib hart. Wenn sie anruft, sag ich, ist Schluss. Das Telefon schweigt wie gefrorenes Holz. Vielleicht ist sie jetzt nicht allein. Fragen bohren sich in meinen Stolz. Die Obstschüssel wieder haben will. Ich sag logisch, hier steht noch das Teil. Am 10 hat sie gestern im Bett schon gelegen.